Hallo und herzlich willkommen bei Metagravel. Warum sind wir hier im Dunkeln? Ich war schon etwas länger nicht mehr da in der Gravel Cave, war halt sehr beschäftigt und stand ein bisschen was an. Jetzt nehme ich euch mit. Die wenigsten wissen, wo die Gravel Cave wirklich ist. Es ist gut versteckt in den Katakomben, mehrere Etagen unter dem Boden. Und ja, schauen wir doch mal, wie es hier im Keller aussieht. Licht geht noch. Jawohl, alles noch da. Ist alles noch da. Das heißt, hier Fahrräder sind da. Alles da, haben mich nicht vermisst, haben nicht geschrien nach mir. Sind aber auch schon vorbereitet. Ich war vor einigen Tagen schon hier unten, habe schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, hier Schlafsack, Isomatte, Zelt mit Zeltstangen ist auch schon gepackt. Wofür? Ich bin fertig. Arbeit hat mich echt ganz schön beansprucht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, muss ich sagen. Bisschen Rolle war drin bei mir, nicht wegen des Wetters, aber ich konnte einfach nicht draußen fahren, einfach keine Zeit gehabt. Das hole ich jetzt nach und in den nächsten Tagen werde ich draußen sein. Nicht hier im Keller, ich werde draußen sein und einfach mal abschalten. Nehme ich euch trotzdem mit auf eine kleine Tour und es gibt auf jeden Fall mindestens einen Overnighter. Ich weiß auch gar nicht, wo es hingehen soll. Ich lasse mich sehr mal von mir und meinem Brain überraschen, was ich mache. Also, das kurzes Lebenszeichen von mir. Ihr habt ja ein paar Tage jetzt nichts mehr von mir gehört auf diesem Kanal. War halt nicht viel zum Aufnehmen, weil ich halt nur am Arbeiten war. Sorry dafür, aber hier geht's demnächst, in den nächsten Tagen wieder richtig weiter. Vielleicht sogar auch nächste Woche wieder ein Gravel Monday. Also sagt mir Bescheid, wenn ihr dabei sein wollt und welche Themen ihr dort haben wollt. Ich habe das beim letzten Mal ja so gemacht, dass ich einfach mal eingeschaltet habe, einfach ein bisschen drauf losgequatscht habe. Waren viele Teilnehmer mit dabei. Hat Spaß gemacht mit euch. Echt super Format, fand ich klasse. Kam auch viel Interaktion mit dabei, weil ihr live Fragen gestellt habt, die ich direkt beantworten konnte. Ich habe ein bisschen was gezeigt, was hier in den Schränken drin ist, was ich an meinen Fahrrädern montiert habe. Ja, ich habe was Neues wieder montiert. Und zwar, ich habe den Topic Backloader Wishbone hier installiert. Den kennt ihr eigentlich schon. Das ist aber jetzt die neue Version. Das ist jetzt eine neue Version, die nicht mehr wackelt. Die also bombenfest ist und ich bin froh, das jetzt zu haben, dass ich keine wackelnden Flaschen mehr da hinten dran habe. Der Topic Wishbone hält meine Arschrakete noch fester, wie sie eh schon ist und ich kann Flaschen montieren. Zeige ich euch aber, wenn ich draußen unterwegs bin. Also, bis zum nächsten Mal.